Der Nike Vapor 14 zählt ohne zu überlegen zu den beliebtesten und besten Speedboots, die es aktuell auf dem Markt gibt. Aber es gibt hier nicht nur den Nike Vapor Elite, sondern auch das Pro und Academy Modell. Deshalb wollen wir heute diese drei Preisklassen testen und auch vergleichen, um euch zu zeigen, wo liegen die Unterschiede und welcher Fußballschuh bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. All das gibt's im heutigen Video. Heute im Video der Nike Vapor 14 Academy Pro und auch das Elite Modell. Wir vergleichen nämlich heute die einzelnen Nike Preisklassen, um euch zu zeigen, wo liegen die Unterschiede, was gilt es zu beachten, welcher Fußballschuh bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Alle Infos jetzt im Video. Ihr habt es also gehört, Leute, wir vergleichen heute also die Nike Mercurial Modelle. Wir haben uns entschieden, das Ganze zum Nike Vapor 14 zu machen. Aus dem brandneuen Nike Impulse Pack. Einfach weil das Colorway sehr, sehr cool aussieht und weil viele von euch gefragt haben, hey, was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Elite-Modell, dem Pro-Modell und dem Academy-Modell, beziehungsweise welches lohnt sich am meisten und für welchen Spieler passt welches Modell. Genau das sollen wir heute klären und ich würde sagen, genug gelabert, wir starten rein. Natürlich direkt mal mit dem Elite-Modell, mit dem Nike Vapor 14. Dieser Fußballschuh kostet in der Elite-Variante 249 Euro und ist natürlich der Top-Performance-Fußballschuh, also der Schuh, der auch bei den Profis beispielsweise von Bruno Fernandes getragen wird. Deshalb auch hier schon mal vorweg natürlich die meisten Features und natürlich auch die beste Performance. Nichtsdestotrotz bleibt auf jeden Fall dran, es bleibt auch spannend zu diesem Modell und auch zu diesem, für welchen Spieler sich das hier eignet. Aber was natürlich den Nike Vapor 14 ausmacht, ist zum einen, das ist hier ein perfekter Speedboot, sprich für alle, die aufs Tempo-Tripling stehen, auf Geschwindigkeit, hier optimale Unterstützung suchen, finden beim Nike Vapor 14 eine unglaublich gute Waffe. Hat sich auch einiges verändert, wie ihr hoffentlich im Review gesehen habt. Ihr findet beide Schuhe, den Elite und den Pro, schon als ausführliches Review. Da findet ihr natürlich nochmal mehr Fakten. Nichtsdestotrotz, aber Fußballschuh selbst hat sich im Vergleich zur Vorgängergeneration einiges geändert. Zum einen nur noch Flying hier an der Schnürbereich. Ansonsten nennt sich das Obermaterial Vaporposite. Das ist ein vierlagiges Obermaterial. Von der Titan-Synthetik ist hier entscheidend, denn es übernimmt hier verschiedene Funktionen, je nachdem, wo es angeordnet ist. Wir haben im Vorderfußbereich einen extrem dünnen Bereich, also einen sehr direkten Touch, damit auch die Ballkontrolle extrem gut. Dann haben wir zum Beispiel hier ein Speedband, das auch im Vorderfuß angeordnet ist, hier aber stabiler, um so natürlich beispielsweise in der Richtung, beim Richtungswechsel eine optimale Traktion zu haben. Die Passform an sich beim Elite-Modell auf jeden Fall für mittlere Füße perfekt, für schmale sowieso. Bis leicht breit dieses Mal auch, hat sich verändert im Vergleich zum Nike Vapor 13 oder Superfly 7. Deshalb auch hier bis leicht breite Füße bespielbar. Man hat einen sehr engen Sitz, das sollte man auf jeden Fall wissen. Dadurch natürlich auch einen extrem guten Lockdown. Und die Sohlenkonstruktion, man sieht es, ist eine Art Split Sole. Damit sitzt der Fuß einfach nochmal sicherer im Schuh und der Fuß kann deine Fußform nochmal besser adaptieren. Sprich, ein High-Performance-Fußballschuh und der gehört, ohne hier drum herum zu reden, zu den besten und beliebtesten Speedboots. Und das nicht ohne Grund, habt ihr gehört. Es gibt natürlich nochmal mehr Fakten zum Schuh hier auf diesem Kanal als Review. Nichtsdestotrotz geht es ja heute eher um die Unterschiede. Deshalb machen wir direkt weiter hier mit dem Nike Vapor 14 Pro. Hatten wir auch vor kurzem hier als Review und ich muss sagen, von diesem Fußballschuh bin ich extrem überrascht gewesen, was das Positive angeht. Zunächst, wenn man die beiden Fußballschuhe mal in der Optik vergleicht, fällt auf, dass man eigentlich gar keine riesen Unterschiede erkennen kann. Vor allem für Laien sehr, sehr schwierig, hier einen Unterschied auszumachen, vor allem wenn der Fußballschuh am Fuß ist. Das ist definitiv schon mal ein Pluspunkt für einen Fußballschuh, zumindest meiner Meinung nach, da die Optik hier immer noch eine Rolle spielt. Was aber unterschiedlich ist, ist hier die Sockenkonstruktion. Die ist hier auf jeden Fall nochmal elastischer, damit natürlich auch anpassungsfähiger als hier beim Elite-Modell. Dagegen natürlich der Halt dann nicht ganz so direkt hier wie beim Top-Performance-Fußballschuh. Nichtsdestotrotz der Lockdown und der Touch in diesem Pro-Modell ein sehr guten Ergebnis abgeschlossen. Wir haben einen sehr weichen Touch im Vorderfußbereich. Sieht relativ gleich aus wie hier beim Elite-Schuh, aber hier gibt es auf jeden Fall einen Unterschied. Der Touch zwar hier auch sehr, sehr direkt und sehr weich, vor allem für ein Pro-Modell, aber natürlich nicht so weich wie beim Elite-Modell, das sollte man im Hinterkopf behalten. Wir haben hier aber auch einen Flyknit-Bereich und auch die Sohlenanordnung ist 1:1 identisch zum Elite-Modell. Absoluter Pluspunkt, denn hier hat Nike auch nochmal einiges verändert, um die Sohlenkonstruktion zu ändern und nicht mehr nur maximale Beschleunigung nach vorne zu unterstützen, sondern auch zur Seite. Was die Passform angeht, eigentlich hier relativ identisch zum Elite-Modell, also bis leicht breit kann eigentlich jeder mit dem Nike Vapor 14 auflaufen.
Die Socke ist nochmal etwas höher, etwas elastischer, damit kommt man ein bisschen besser in den Schuh rein als jetzt hier beim Elite-Modell, ist aber kein positives oder negatives Detail. Was nochmal unterschiedlich ist, sind ein paar optische Details, zum Beispiel hier auf der Außenseite die sogenannten Speedwings, sind hier nicht angebracht, sondern nur aufgemalt. Beim Top-Performance-Fußballschuh sind die quasi nochmal am Obermaterial draufgeklebt und auch das Logo an der Ferse ist anders als beim Elite-Modell. Ansonsten von der Performance, natürlich gibt es hier Unterschiede zum Elite-Modell, man muss aber sagen, für den Preis bei diesem Modell, der liegt nämlich bei 139 Euro, ist die Performance gar nicht so krass unterschiedlich zum Elite-Modell. Deshalb hier schon mal, was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht, dieser Fußballschuh ganz oben mit dabei. Wie es hier beim Academy-Fußballschuh aussieht, da kommen wir natürlich auch noch dazu, denn das ist wirklich die günstigste Preisklasse, kostet aktuell 79,99 Euro und ist natürlich damit in der Preisklasse auf Platz 3 hier in diesem Voting. Und da ist auch der größte Unterschied im Vergleich zum Pro- oder Elite-Modell ein definitiv komplett anderer Fußballschuh, kann man fast schon sagen. Klar, die Optik sieht auch hier vom Colorway relativ ähnlich aus, aber die Academy-Variante natürlich aufgrund des geringeren Preises natürlich auch weniger Features. Zum einen muss man sagen, das Obermaterial ist auf jeden Fall hier eher gepolstert als direkt vom Vergleich zum Pro- oder Elite-Modell. Da ist es auf jeden Fall schon mal einen großen Unterschied, genauso dass es hier keinen Leberposit oder keinen Flyknit-Bereich gibt. Damit das Obermaterial natürlich dicker. Was aber hier auf jeden Fall extrem überraschend war für mich, ist der gute Komfort. Der Fußballschuh ist wie gesagt etwas dicker, damit gepolsterter und damit natürlich auch einen sehr guten Komfort. Das hat mich auf jeden Fall überrascht. Was das Ballgefühl angeht, kann die Academy-Variante natürlich nicht mit der Pro- oder Elite mit dem Pro- oder Elite-Modell mithalten. Das muss man ganz klar so sagen. Was auch auffällt, wir haben hier beispielsweise kein Speedband, was wir beim Pro- oder Elite-Modell haben. Das ist hier nur aufgemalt. Und auch die Sohlenkonstruktion ist nicht identisch zum Pro- oder Elite-Modell. Wir haben eine andere Stollenanordnung. Nichtsdestotrotz finde ich cool, dass es hier auf jeden Fall diesen Mittelteil gibt. Sieht optisch auf jeden Fall cool aus. Ich muss aber sagen, trotz dass es hier den günstigen Preis gibt, schließt es im Vergleich zum Pro-Modell nicht ganz so gut ab, vor allem weil es halt einfach nochmal weniger Features bietet. Nichtsdestotrotz kann man natürlich auch mit diesem Fußballschuh optimal Fußball spielen, das soll auf jeden Fall hier nochmal hervorgehoben werden, vor allem weil wir hier natürlich einen riesen Preisunterschied haben zu diesen zwei Modellen. Sprich, was mein Fazit ist zum Pro- oder Academy-Modell, vor allem der Jugend macht das definitiv Sinn, einer dieser beiden Fußballschuhe zu spielen. Meine Wahl würde auf das Pro-Modell fallen, denn wenn man mit dem Fuß noch wächst, ist es natürlich sinnvoll, nicht direkt den Top-Performance-Schuh zu holen, sondern direkt mal den Pro- oder das Academy-Modell, da man, wie gesagt, hier noch ein paar Schuhe braucht, bis man ausgewachsen ist. Für alle, die einen ausgewachsenen Schuh haben, meine Empfehlung auf jeden Fall der Nike Vapor 14 Elite, weil er einfach die beste Performance bietet, die besten Features und damit natürlich auch der meiste Spaß in diesem Fußballschuh. Und ihr habt es gehört, die Profis spielen diesen Fußballschuh tatsächlich auch so. Das sollte man auch beim Preis im Hinterkopf behalten. Wir haben hier wirklich drei sehr unterschiedliche Preisklassen, damit aber auch für jeden was dabei. Kommen wir noch zuletzt zur Passform hier beim Academy-Modell. Man kann sagen, dass man hier auch mit bis zu breiten Füßen auf jeden Fall mit Fußballschuh spielen kann, weil er einfach sehr gepolstert ist und damit natürlich auch anpassungsfähiger ist. Deshalb würde mich mal interessieren, Leute, auf welchen Schuh würde eure Wahl fallen? Welcher Fußballschuh ist für euch das Beste, was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht? Für mich im Jugendbereich den Nike Vapor Pro und beim, ja, wenn man sagt, ausgewachsen mit dem Elite-Modell definitiv die beste Performance erwarten. Das war's auch schon jetzt im heutigen Video zum kleinen Vergleich zwischen Nike Vapor Elite, Pro und Academy. Ich hoffe, wir konnten euch damit weiterhelfen, um zu erklären, wo liegen hier eigentlich die Unterschiede. Ihr findet alle Schuhe wie immer bei Sport 2000 unten verlinkt. Schaut gerne vorbei, dort könnt ihr die Fußballschuhe auch anprobieren. Sollte es nicht passen, könnt ihr sie wieder zurückschicken. Ich hoffe, wie gesagt, das Ganze hat euch geholfen. Falls wir das mit einem anderen Fußballschuh auch noch machen sollen, gerne wie immer einen Kommentar da lassen. Das soll es im heutigen Video gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nicht vergessen, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Bis dahin, Leute, macht's gut, haut rein und tschüss.